Portnis, ne? An diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Wie geht es euch so? Im Chat hier. Lass uns mit einer schönen Runde Bomber-Komba starten. Wie wird man so cool wie du? Ich glaube nicht, dass ich sonderlich cool bin, aber danke dir. Ich habe im Übrigen ein exzellentes Q-Game für heute vorbereitet, ne? Soll ja keiner sagen, dass ich nicht... Ich habe keine Kosten und Mühen gespart und habe 11 Euro ausgegeben, um euch das bestmögliche Q-Game anzubieten, okay? Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich bin jetzt bei Valorant eingewertet, ja. Ich habe gestern meine Einbewertung bekommen bei Valorant, Leute. Also ich habe jetzt meine Placement-Spiele gemacht und ich bin direkt Platin geratet worden vom System. Instant. Wie warst du, right? Bitte? Ich habe keine Ahnung. Das anscheinend habe ich eine Menge Performance-Bonis bekommen, weil ich habe ja nur mit Loilo-Spielern gespielt praktisch, ja. Ich habe Hades habe ich für heute. Hades. Das ist so ein Roguelike-Game. Soll ganz cool sein. Brücki hat auch das viel gespielt. Ja, das ist ein Genre, das Brücki sehr, sehr viel spielt und sehr, sehr gut kann tatsächlich. Also die heißen ja Roguelites, ne? Oder Roguelikes, so rum. Und das ist, glaube ich, eins von Brückis Lieblingsgenres. Da ist er auch sehr, 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 sehr talentiert drin. Ich habe einfach die Reaktionszeit abgekürzt, ne? Ihr könnt auch im späteren Frame flashen, aber dann ist es sehr, sehr leicht für sie, das halt zu dodgen mit ihrem Flash. Was ist laut Spotify dein meistgehörtes Genre dieses Jahr? Rock, glaube ich. Ja, moin, Mr. Elite. Sagen Sie mal. Er wird seine Crux machen, oder? Können wir die diven? Ich glaube, jetzt sollten wir raus einfach, actually. Wir haben Stress hier. Und dann jungeln wir. Ich weiß nicht, da oben. Ich glaube, Top Lane müssen wir gar nicht hin, oder? Oh. Wo wir direkt hier Bot gehen können. Oh, it's the Temple of Love. Boah, Alter, das ist ja beautiful, ja. Das ist ja f***ing beautiful alles hier. Ey, meine Güte, Mann. Können wir die Mitte vielleicht einfach abholen? Die hat keinen Flash gerade. Okay, aber nicht, wenn sie nicht vorgeht. Na, dann gehen wir nicht dafür. Ich muss jetzt schauen, dass ich ein bisschen farme. Ich bin aktuell die ganze Zeit nur am Chain-Ganken. Da ist wirklich wichtig, dass wir mal ein bisschen zum Farmen kommen. Lass uns einmal kurz den Red Buff hier nehmen und dann zu unseren Crux gehen. Na, wie geht's dem werten Herr denn heute? Super. Super gut, ja. Ich fühle mich fit, ich fühle mich wohl. Ich habe gut geschlafen. Ich habe was gegessen. Hat die Mafia nochmal probiert, dich zu snipen oder aufgegeben? Tatsächlich, Mafia-Bewegung ist, glaube ich, gone mittlerweile. Wird hier rein face-checken, um den Herald zu covern, ne? Irgendwie kommt er runter. Wenn die dagegen sterben, wäre schon sehr sad. Okay. Da war ein Flash auf F. Ich mache das immer, wenn ich jungle, habe ich mein Flash auf F. Und wenn ich auf einer Lane spiele, habe ich mein Flash auf D. Das mache ich immer schon so. Das funktioniert einfach am besten für mich. Ein bisschen ungewöhnlich, aber früher hat man das tatsächlich ein bisschen mehr gemacht. Weil damals gab es praktisch die Idee, wenn du Jungler bist, ist dein wichtigster Summoner-Spell ist dein Smite. Und wenn du Laner bist, ist dein wichtigster Summoner-Spell dein Flash. Und dann, das D ist natürlich einfach ein bisschen einfacher zu drücken. Und da haben die Leute dann praktisch das immer variiert. Nicht alle, aber da gab es einige zumindest, die das so gemacht haben. Den Mitschild unbedingt haben wir. Lass uns kurz einmal die Orianna tauchen und dann. Okay. Natürlich jetzt sehr, sehr dumm, den Drake zu verlieren, wenn wir so weiter ahead sind, ne? Weil das der zweite für die ist. Wobei, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, weil sie dann keine Bounties kriegen. Oh, oh, weil der ist full life, nachdem er unseren Tomliner gekillt hat. Aber der ist schön am Turret hier. Ja.
Das lassen wir ihm stehen. Naja, der war uns nicht super, der Ultra-Held und der Mordor hat ihn jetzt dreimal Solo-Killed. Ich glaube, das Matchup ist auch erstaunlicherweise gar nicht so schlecht für Mordekaiser ab einem gewissen Punkt, ne? Mordekaiser ist allgemein so ein Champion, den man wirklich unterschätzt. Der ist so stark aktuell. Seit wann hat der Jungler denn ein Pokémon dabei? Naja, Riot hatte da eine super innovative, neue, aufregende Idee, dass man am Anfang zwischen drei Starter-Jungle-Items entscheiden kann. Einem Feuertyp, einem Wassertyp und einem Grastyp. Und die sich im Laufe ihres Lebens über Erfahrung verbessern. Ne? Also sie hatten da den Super Innovator am Start und haben so ein System der Evolution im Laufe des Spiels eingefügt. Also ganz stark von Riot. Okay, ich gewinne nicht gegen den überhaupt? Nee, eigentlich nicht. Und wenn wir die Krabbe noch kriegen, hätten wir unser Upgrade. Oh mein Gott, habe ich das Bell noch rechtzeitig detoniert? Ich glaube, der verliert das, ne? Oh, 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 Enemy Team! Don't mess with the... Oh, du messst mit der Bomber, huh? Oh, you wanna mess with the Bomber, but you're just an AD carry. You're completely useless, my friend. Enemy team. Should we have stayed at the turret? No, we should have not. Na du kleiner AD carry, Komm mal her zu Papa, ja. Oh no, Mr. Midlane, man. Oh, you didn't pick the jungle. Oh, this is very bad. Oh, it's not very bad then. Leider Flash gehabt. Flash ist cheaten. Merkt euch das bitte. Schaust du dir in der Nacht mal Perfect Exile Ruthless an? War geplant, ja. Also ich würde ganz gerne... Ich muss mal gucken, wie ich es hinbekomme. Weil aktuell nachts manchmal mit Kani und Bröki möglich ist, dass ich Valorant spielen kann. Und ich muss sagen, das macht mir persönlich relativ Spaß, mit den Boys zu zocken in der Nacht. Also so Valorant, TFT... Vielleicht probiere ich auch mal eine Runde Heroes of the Storm aus. Late Night, einfach um den Tag runter so ein bisschen... Revue passieren zu lassen, fühlt sich sehr, sehr gut an, finde ich. Ja, der hat auch nicht Jungle gepickt, ne? War dein Anfänger. Der hat leider auch nicht Jungle gepickt. Leider hat er Toplane gepickt. Toplane ist leider auch ziemlich strong. Irgendwie sieht der Game gar nicht so einfach aus, ne? Schauen wir mal kurz, ob wir da vielleicht ein bisschen was bisschen einfacher machen können. Ja, könnten wir probieren, actually. Ja, da steht mein Control-Board nicht tief genug drin. Das heißt, hier hinten kann tatsächlich Vision sein. Der ist sehr schlecht, der Control-Board, leider. Ihr müsst den weiter innen stellen, ansonsten deckt er hinten das Pit nicht ab. Es kann also jetzt komplett sein, dass hier hinten Wards sind und die wissen, was wir machen. Sehr, sehr schlechter Ward. Seht ihr, die kommen auch. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass hinten ein Ward drin ist, oder? ADK war einfach weg. Hey, hey, das war der Supporter, nicht der ADK. Okay. Beide Jungler nehmen noch schnell den Support mit. Nö, Jungle ist eine völlig feine Rolle, wenn ich sie spiele. Nur wenn ich sie nicht spiele, darf ich mich über Jungle aufregen, okay? Aber jetzt, wenn man selber Jungle spielt, die Rolle ist balanced, die Rolle ist fair und ihr seid einfach nur nicht gut genug im Spiel, wenn ihr nicht zurechtkommt mit der Rolle. Schämt euch, ne? Dass ihr immer den Fehler bei der Rolle sucht, okay? Ihr solltet euch mal was schämen hier. Ja, fair und interaktiv ist die Rolle, ganz genau. Ey, wurde er gesehen, dass der da ist? Goddamn. Was sind die alle low? Das Team hat wohl gut gefightet, aha. Wir können theoretisch unten mit der Wave reingehen. Ich muss sagen, der ist echt verdammt stark, der Mordor. Also ich kann nicht gegen den gewinnen, oder? Mann, wir wollen, aber ich glaube, das kann keiner aus meinem Team. Mal schauen, ob wir hier oben schnell dazu kommen können. Wir haben eine gute Flanke, wenn die nicht gewordet haben, ihren Weg nach oben. Ein Q und ein Smite. Schlecht. Ein Q und ein Smite hat's gebraucht. Ganz schön tanky, der Boy. Ey, bist du nicht ein Midlaner, Vasco? Du bist ein Midlaner, du solltest deinen Platz kennen. Du bist in der Nahrungskette nicht gleich wie ein Jungler, okay? Ich sag dir, wenn du noch einen Ball nach mir wirfst, komm ich dich holen, Kollege, okay? Ja, pass lieber auf. Ja, bleib in der Base, bleib in der Base. Kollege. Ja, jetzt bist du nämlich schön ruhig hier. Du hättest in der Base bleiben sollen. Ich hab dir gesagt, bleib in der Base. Du bist nicht in der Base geblieben.
Das sind so die Sachen, wo ich persönlich Disrespect sehe. Ne? Das sind so die Leute, die einfach nicht meine Autorität respektieren. Kurz überlegt, ob er den Flash eher auf den Draven rauszaubert. Ja, aber ich dachte mir, der ist es nicht wert. Weißt du, das ist halt ein Adekämpfer. Du willst ja nicht deine Ressourcen verschwenden. Das war jetzt so mein Ansatz. Warum Ressourcen verschwenden, wenn du sie nicht brauchst? Nice. Wir starten mit einem 1-0. Alter, ich liebe diese Rolle so sehr, ne? Das ist einfach... Gragas Mitte ist so schwer zu spielen. Aber Gragas Jungle, du kriegst einfach alles in den Poppes geschoben. Das ist so einfach, ne?